In diesem Video erfährst du, wo du am besten im Tischtennis den Ball treffen musst, also wo der optimale Balltreffpunkt ist. Wo ist eigentlich der beste Balltreffpunkt im Tischtennis? Naja, von vielen höre ich in der aufsteigenden Phase, von anderen im höchsten Punkt, in der fallenden Phase. So einfach ist es nicht, es kommt immer drauf an. Und zwar kommt es auf den Schlag an. Im Laufe des Videos werde ich euch verschiedene Schläge zeigen und je nach Schlag ist der Balltreffpunkt anders. Was aber definitiv wichtig ist und auch für mich viel wichtiger ist, als wo ich den Ball jetzt treffe, in der aufsteigenden Phase, in der fallenden Phase oder vielleicht im höchsten Punkt, ist es zu schauen, wo der Ball im Verhältnis zu meinem Körper ist. Denn manchmal ist es ja so, wir stehen ganz nah am Tisch, der Ball kommt auf uns zu und wir schaffen es einfach nicht mehr nach hinten zu gehen. Das heißt aber nicht, dass wir den Ball irgendwie zu spät treffen sollten. Genau das Gleiche kann auch mal passieren, dass wir zu weit vom Tisch stehen und es auch nicht mehr schaffen, nach vorne zu laufen. Das heißt nicht, dass wir den Ball da vorne irgendwo treffen sollten. Denn hier ist es einfach sehr wichtig, dass wir den Ball immer im gleichen Punkt treffen im Verhältnis zu unserem Körper. Das heißt, wir haben hier irgendwo eine Komfortzone, die recht nah an unserem Körper ist. Nicht da, bei der Vorhand aber auch nicht zu weit hinten, sondern auf jeden Fall hier vor uns, da wo wir die beste Koordination haben, da wo wir auch schreiben würden, essen würden und andere Sachen mit viel Koordination machen müssten. So, und wie finden wir diesen Punkt? Wenn wir uns jetzt hinstellen und unsere Ellbogen an die Seiten tun und hier mal zwei Fäuste machen, haben wir hier einen Punkt. Ungefähr hier sollten wir dann auch die Rückhand treffen. Ein häufiger Fehler ist, dass man die Rückhand zu früh trifft, also da vorne. Es ist fast nie der Fall, dass wir die Rückhand zu spät treffen, weil der Ball ist einfach immer vor unserem Körper und das habe ich eigentlich super selten gesehen, dass man den zu spät trifft. Meistens trifft man ihn zu früh und dann merkt man das, geht der Hintern auch raus und das ist ein Zeichen dafür, dass wir den zu früh treffen. Wie findet man jetzt am besten diesen Punkt raus? Naja, wenn wir den Ball immer zu früh treffen bei der Rückhand, müssen wir den Ball irgendwann so weit zu uns kommen lassen, dass wir merken, aha, das war jetzt zu spät. Weil wenn wir ihn immer hier zu früh treffen, finden wir nie den optimalen Punkt, der ungefähr hier wäre. Also lasst den Ball mal bewusst nah, ganz nah zu euch kommen und ihr werdet merken, dass es einfach viel zu spät war und dann werdet ihr euch an den optimalen Punkt für euch annähern. Denn dieser Punkt ist auch für jeden ein bisschen anders, je nachdem, wie lang die Arme sind. Bei der Vorhand ist es genau umgekehrt. Da ist es super selten, dass wir den Ball zu früh treffen. Meistens treffen wir ihn zu spät, und zwar irgendwo hier neben unserem Körper und nicht da vorne. Und neben dem Körper haben wir einfach keine gute Koordination und da sehen wir den Ball auch nicht. Also wir sollten den Ball immer im Fokus behalten. Bei der Vorhand ist es nämlich so, dass wir den Ball nicht vor dem Körper, also vor unserem Bauchnabel, wie bei der Rückhand spielen, sondern dass wir ein bisschen neben dem Körper spielen. Und deshalb passiert es einfach oft, dass wir den Ball zu spät treffen. Und auch hier machen wir genau das Gleiche. Hier die Ellbogen. Und hier die Fäuste, drehen uns ein bisschen und hier haben wir einen guten Balltreffpunkt. Wichtig ist auch bei der Vorhand, dass wir den Ball nicht zu eng hier am Körper treffen. Also wir haben den Arm bei unseren Schlägen, egal ob das jetzt ein Konter ist oder ob das jetzt ein Topspin ist, fast ausgestreckt. Nicht so, aber ungefähr so. Und in diesem Punkt, wenn wir hier jetzt die Bewegung machen, hier ungefähr vor unserem Körper, ist der optimale Balltreffpunkt. Wir werden euch jetzt zusammen mit dem Milan verschiedene Schläge zeigen und auch auf die verschiedenen Balltreffpunkte bei den unterschiedlichen Schlägen eingehen. Viel Spaß damit! Milan und ich zeigen euch das jetzt an einem ganz einfachen Schlag, und zwar den Vorhandkonter. Hier sieht man, dass ich den Ball im Verhältnis zum Körper immer im gleichen Punkt treffe. Natürlich soll man im Spiel nicht ohne Not nach hinten laufen. Im Spiel ergeben sich jedoch Situationen, in denen man näher mal weiter weg vom Tisch steht. Und selbst der Abstand zum Tisch ist bei jeder Person anders.
Fehlerquellen ist, dass man den Ball zu spät bei der Vorhand trifft. Und wie es falsch geht, zeigt euch der Milan jetzt. Ich glaube, das hat man jetzt ganz gut gesehen, was passiert, wenn man den Ball einfach zu spät trifft. Man hat den Ball einfach nicht im Fokus, hat auch keine schöne, saubere Bewegung und dann hat man auch einfach keine optimale Kraftübertragung. Bei der Rückhand ist es eine ganz andere Sache. Dort ist es so, wenn man einen Fehler macht beim Balltreffpunkt, ist es meistens so, dass man den Ball zu früh trifft. Das merkt man halt dann auch daran, dann geht hier so der Hintern raus und das sollte dann halt nicht passieren. Ja, wir zeigen euch das jetzt mal so vor. Erstmal zeige ich das im richtigen Balltreffpunkt und danach zeige ich euch, wie es aussehen würde. Oder ich versuche es zumindest euch zu zeigen. Wenn nicht, muss ich ja der Milan dran, dann euch den Ball zu früh zu treffen. Beim Kontern ist es genauso wie beim Topspin wichtig, dass wir den ungefähr höchsten Punkt treffen. Aber viel entscheidender ist es eben, wie ich am Anfang sagte, wo man den Ball im Verhältnis zu dem eigenen Körper trifft. Also wenn man nah am Tisch steht und der Ball kommt gerade gut, dann trifft man den höchsten Punkt. Aber es kann ja auch sein, dass man einfach zu weit weg vom Tisch steht und einfach nicht mehr nach vorne kommt. Dann wartet man einfach einen Moment und trifft ihn halt eben in der fallenden Phase, aber trotzdem im optimalen Punkt vor dem Körper. Wie das funktioniert, das wird euch jetzt der Milan zeigen. Diesmal richtig. Nur in der Rückhand Topspin. Beim Vorhand Topspin auf Unterschnitt höre ich von vielen Leuten, dass sie mal gehört haben, man muss den Vorhand Topspin auf Unterschnitt so früh wie möglich nehmen. Das ist aber nicht ganz so schlau, weil je früher wir den Ball nehmen, desto mehr Unterschnitt ist da drin und desto mehr müssen wir den Schnitt umwandeln, um einfach einen Topspin zu ziehen. Deshalb würde ich einfach empfehlen, den Ball beim Vorhand-Topspin oder beim Rückhand-Topspin im Unterschnitt im höchsten Punkt zu nehmen oder sogar etwas in der fallenden Phase. Natürlich nicht ganz weit unten, denn von da können wir auch nicht mehr so viel Druck ausüben. Im höchsten Punkt ist es gut, wenn wir einen etwas festeren Topspin machen wollen, weil dann haben wir einen guten Winkel. Wenn wir aber einen spinnigen Topspin machen wollen mit viel Spin, ist es sogar gut, wenn wir den Ball ein bisschen fallen lassen. Wir nehmen den Ball mehr von unten nach oben und können gut Rotation in den Ball bringen. Außerdem schafft man es vom Bewegungsablauf gar nicht, beim Topspin auf Unterschnitt den Ball in der aufsteigenden Phase zu nehmen, da man deutlich unter Tischhöhe mit der Bewegung anfangen muss. Achtet mal hier im Video auf die Flugkurve. Ich treffe den Ball in der fallenden Phase und das, obwohl ich weiß, wohin der Ball kommt. Beim Block ist es anders, als es gerade beim Konter und bei den Topspin-Bällen war. Da ist es nämlich so, wenn wir blocken, versuchen wir den Ball in der aufsteigenden Phase oder im höchsten Punkt zu treffen. Also in der aufsteigenden Phase wird es halt nicht immer klappen, wenn wir zum Beispiel im Spiel nicht wissen, wo der Ball hinkommt. Dann kann man sich grob orientieren, den auch im höchsten Punkt zu treffen. In der fallenden Phase wird es ein bisschen schwieriger, weil wir erstmal das Tempo nicht mitnehmen können vom Ball. Und wenn da zum Beispiel viel Spin drin war, dann können wir den auch nicht so gut kontrollieren. Denn beim Block, wenn wir den im höchsten Punkt treffen oder in der aufsteigenden Phase auch, dann können wir den Ball vor allen Dingen im höchsten Punkt von oben nach unten so mitnehmen und den Ball nach unten spielen. Also so. Und wenn er schon in der fallenden Phase ist und besonders viel Spin hat, dann können wir den, weil der Ball ja schon tiefer ist,
nur mehr so von hinten nehmen, weil wenn wir den von oben runterdrücken würden, würde er ins Netz gehen. Also wenn der schon ein bisschen tiefer ist und da ist viel Spin drin, können wir den schlechter kontrollieren, als wenn er im höchsten Punkt ist. Und wir können den Ball mitnehmen, das Tempo mitnehmen, aber auch von dem Winkel her den Ball nach unten drücken. Egal wo ich stehe, ich treffe den Ball an der gleichen Stelle im Verhältnis zu meinem Körper. Beim Kurz-Kurz-Stehen, also wenn wir versuchen, den Ball mit einem Schub kurz hinzukriegen, dann sollten wir auch probieren, den Ball so früh wie möglich zu treffen. Und zwar am besten noch vor der höchsten Phase. Das ist einfach so, weil wenn wir den Ball etwas später treffen, dann ist er ja auch weiter weg von dem Netz und es ist schwierig, den Ball wieder kurz zu spielen. Es ist also am einfachsten, den Ball zu kontrollieren, wenn er selber noch nah am Netz ist und wir den Ball auch kurz spielen müssen. Im Gegensatz zum Kurz-Kurz-Spielen, also Schupfen auf kurze Bälle, ist es so, dass wir, wenn die Bälle lang kommen, dass wir versuchen, den nicht zu früh zu nehmen. Am besten sogar in der fallenden Phase. Ich sehe das bei vielen Leuten, dass die den Schupf viel zu früh nehmen und dann ins Netz schupfen. Und es ist auch so, dass wenn wir ein bisschen weiter wegstehen beim Schupfen, kommen wir, weil der Ball einfach so langsam fliegt, immer noch gut nach vorne. Wenn wir aber schon nah am Tisch stehen und da kommt ein schneller, langer Schub, ist es eher schwierig, wieder nach hinten zu gehen. Merkt euch, dass ihr beim Schupfen weiter weg steht als beim Kontern. Beim Flip probieren wir, den Ball im höchsten Punkt zu treffen. Im höchsten Punkt, weil wir da den besten Winkel haben und den Ball auch schön feste mit viel Druck nach vorne spielen können. Dafür ist es wichtig, dass wir mit unserem Hintern nicht so hinten bleiben, sondern dass wir immer einen Schritt nach vorne machen, wenn der Ball natürlich kurz ist. Weil nur bei kurzen Bällen kann man durch den Flip machen. Also wir gehen immer nach vorne mit dem rechten Bein, mit dem Bein der Schlaghand und sind auch so schön nah am Ball und können dann den Ball im höchsten Punkt treffen. Wie kannst du zu Hause sicher gehen, ob du den Ball in einem richtigen Balltreffpunkt triffst? Naja, erstens kannst du ein bisschen mit der Distanz zum Tisch spielen und dich ein bisschen weiter wegstellen, ein bisschen näher und dann versuchen trotzdem im guten Balltreffpunkt den Ball zu spielen. Und du kannst dich an den richtigen Balltreffpunkt herantasten. Also indem du an einer Stelle stehst und bewusst den Ball ganz früh nimmst, vielleicht zu früh und bewusst ganz spät. Und so tastest du dich an den optimalen Balltreffpunkt an, da wo es für dich am angenehmsten ist. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du dich natürlich auch auf Video aufnehmen und das zu Hause nachschauen. Vergiss nicht, den Daumen nach oben zu machen und den Kanal zu abonnieren. Ich wünsche dir zu Hause viel Spaß beim Ausprobieren. Ciao, ciao!